Ja, hey Leute, ich mache mal kurz einen kleinen Einspieler hier. Das Video über den Smart-Tester ist im Prinzip, ja, ich möchte hier im Prinzip zeigen, wie einfach es tatsächlich aufgebaut ist. Also es wird jetzt kein How-To-Video direkt, sondern ich selber arbeite mich hier in diesem Video durch im Prinzip die Installation des Gerätes tatsächlich beim ersten Mal oder ohne Hilfe etc. nur mit den vorhandenen Mitteln und tatsächlich werdet ihr sehen, wie es läuft. Von daher, also seht es mir nach, wenn ich hier und da Sachen dann aus dem direkt vom Bildschirm ablese, Anweisungen vom Bildschirm ablese. Das ist der Hintergrund. Ich möchte es im Prinzip so durchführen, so als vollkommen unbedarfter User, der hingeht und das Gerät zum ersten Mal in die Finger kriegt und damit umgehen soll. Das möchte ich euch in diesem Video zeigen. So, jetzt machen wir den Spieler weg und auf geht's zum Hauptvideo. Bis gleich. Hi Leute. Ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung in einer Infothek. Ja, es geht sich heute wieder um ein Produkt der Firma Refactory und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich hier auf diesem Wege erstmal recht herzlich bedanken für das Vertrauen in meine Person, in meine Arbeit und in meinen Kanal. Und natürlich möchte ich mich für meine Zuschauer bei der Firma Refactory bedanken, dass ich hier weiter Geräte vorstellen darf. Ja, heute geht es sich um das neue Flaggschiff, sage ich jetzt mal, der Firma Refactory, um den Smart Tester. In Anführungszeichen die eierlegende Wollmilchsau. Wurde lang und breit, wurde er damals angekündigt und hieß, ja, er kann so viele Sachen testen. Nitrat, Phosphat, Calcium, Magnesium. Ja, kamen natürlich auch viele Gerüchte auf. Ja, der kann alles auf einmal testen und so. Nein, ist nicht ganz so. Wir haben hier das Gerät selber ist arbeitet auf photometrischer Basis. Heißt im Prinzip, wie ihr es kennt, von den HANA-Checkern oder ähnlichem. Und es ist tatsächlich so, dass wir pro Gerät eine Messeinheit im Prinzip einrichten können. Das heißt, wenn ich hingehe und Phosphat einrichte, dann ist dieser Smart-Tester hier erstmal für Phosphat konfiguriert. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich irgendwann kein Phosphat mehr messen möchte, nehme ich mir die anderen Reagenzien, die es dann noch gibt oder geben wird. Und ich kann im Endeffekt dann hingehen und das Gerät umkonfigurieren. Wenn ich jetzt alles im Prinzip messen möchte, was ich am Markt, was die Firma anbietet an Testverfahren, dann muss ich auch dementsprechend mehrere Geräte haben. Das ist jetzt so, ich sage mal, der kleine Wermutstropfen. Aber nichtsdestotrotz soll das Gerät sehr vernünftig arbeiten. Und genau das wollen wir jetzt hier mal feststellen. Ihr seht, ich habe hier die Reagenzien für das Phosphat. Ich lege das Ganze mal hier vorne hin, gucken wir uns gleich an. Und der Smart Tester kommt relativ groß daher. Ich dachte, das wäre ein kleines Gerät. Aber denkst du, Schätzchen? Ich habe schon mal reingeguckt. Deshalb ist hier auf der anderen Seite auch die Bedienungsanleitung. Und wir schauen uns das jetzt ganz mal genau an, was wir im Endeffekt bekommen. Was drin ist, das sind die Garantiebedingungen, ganz wichtig. Die solltet ihr euch durchlesen. Muss ich mir auch durchlesen. Und dann schauen wir mal, was wir im Endeffekt bekommen. Ich glaube 650 Euro, blende ich unten aber nochmal ein, kostet dieses Gerät. Es ist ein eigenständiges Gerät wie im Prinzip der KH Keeper. Wir können hingehen, können unsere Messroutinen hier dementsprechend einrichten, dass er automatisch misst und dass wir die Informationen dann anschließend im Smart Reef abgreifen können und auch im Endeffekt hingehen können und gegebenenfalls Aktionen einleiten wollen können, wenn wir das wollen. So, und da ist das Gerät schon. Kommt relativ groß daher, also ich finde, ja, ist ziemlich groß. Ich hatte mir, wie gesagt, kleiner vorgestellt und hat auch sein Gewicht. Warum? Kommen wir gleich zu. Wir packen erstmal aus. Dann geht es hier weiter. Schauen wir erstmal, was wir alles kriegen. Dann haben wir wieder das Schlauchpaket. Wir haben einen Ansaugschlauch und einen Abwasserschlauch wieder. Dann haben wir die unvermeidliche
Feinwaage. Leg's mal hier auf Seite. Ist dann jetzt die dritte im Bunde, die ich habe. Die Halterung für die für den Filter wie beim Kaha-Keeper, was ich euch letzte Woche gezeigt habe. Dann haben wir hier eine Kartusche Smart Tester Resina R0. Mal gucken, was damit gemacht wird. Weiß ich noch nicht. Dann haben wir ein Tütchen mit Zubehör. Da ist ein Tool drin, da ist der unvermeidliche Neodym-Magnet drin, da ist ein Rührfisch drin und natürlich der Schraubensatz für die Halterung hier und ein Tool zur Montage. Und wir haben, was haben wir hier, genau, einmal das Netzteil mit den verschiedenen Aufsätzen für verschiedene Länder. So, ich brauche den hier. Setzen das Netzteil am besten direkt zusammen, dann haben wir es schon mal fertig. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Ja. Und der hält sich jetzt hier an dem Netzteil auf und wir wollen doch wissen, wie das Smarteste von drinnen aussieht. Kommt gleich. So. Brauchen wir nicht mehr. Das ist auch. Und wieder das gleiche Spiel hier, einfach aufsetzen, verdrehen, klick, fertig. Gut, was haben wir hier noch? Eine allgemeine Bedienungsanleitung, wie wir es jetzt von den anderen Geräten auch kennen. Grob zur Installation, aber grundsätzlich bei einem Messgerät geht bitte hin und lest euch die entsprechende Bedienungsanleitung, die ihr hier beim Smart Reef bzw. bei der Reef Factory auf der Seite unter dem Produkt selber findet, durch. Die ist dann dementsprechend länderspezifisch aufgegliedert. Es gibt da tatsächlich eine Unterverweise in der Bedienungsanleitung, die sind noch in Englisch. Da arbeitet die Reef Factory aber dran. Das schon mal vorab. Ist weitergegeben, wird noch geändert. So, ich brauche jetzt mal einen Kaffee. So, haben wir ja fast alles ausgepackt. Komm, geh mal hin und schauen uns noch die Kartuschen an. Wie gesagt, hier sind die, das ist jetzt hier das Testkit für, oder das Reagenzpack für Phosphat. In meinen Augen eines der wichtigsten zu messenden Sachen neben dem KH, und deshalb finde ich es auch sehr, sehr gut, dass wir jetzt endlich ein automatisiertes Messgerät haben von der Reef Factory, die dieses Phosphat messen kann. Zwei Kartuschen, A und B, steht drauf, einmal 24, einmal 30 mm. Was sich, wie das genau funktioniert, kriegen wir später. So, noch mehr Müll. Dann können wir das hier schon mal auf Seite legen. Ja, ihr seht, der Tisch wird langsam ein bisschen eng hier. Ich mache mal ein kleines bisschen Platz, damit wir uns das Jutti-Gerät hier mal ein kleines bisschen genauer anschauen können. So, von außen schauen wir erstmal rund. Wir haben hier auf der von vorne gesehen linken Seite unsere Wasseranschlüsse. In und out. Das heißt Aquarienwasser rein und Abwasser raus. Zum Abwasser schon mal direkt vorab, da braucht ihr entweder einen Behälter oder, so wie ich das habe, direkt die Entsorgung runter in den Kanal. Die Reagenzien hier sind ganz anders aufgebaut wie die vom Keeper, das heißt, die können wir nicht zurück ins Aquarium leiten. Ganz, ganz wichtig, egal was hier getestet wird, Abwasser gehört nicht ins Aquarium zurück, sondern muss separat aufgefangen und entsorgt werden. Was braucht er pro Messdurchgang? Wurde mir gesagt, werden wir auch schauen, der braucht 50 Milliliter Aquarienwasser pro Messdurchgang. Das heißt, müsst ihr dann dementsprechend hochrechnen, auch mit dem Verbrauch, den der Keeper im Endeffekt hat, damit ihr dann Salzwasser oder aufgelöste Absolute Ocean oder sowas nachführen könnt, damit euer Becken nicht aussüßt. So,
Ich sehe gerade, das ist alles ein bisschen. So, jetzt sehen wir mehr. Und wir nehmen dann mal die Kappe hier ab. Die ist hier vorne mit Magnete. Ist magnetisch? Tatsächlich. Das ist eine magnetische Kappe. Sehr schön. Also kein Aufreißen wie beim Keeper. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir haben jetzt hier einmal die beiden Peristaltikpumpen, die dafür zuständig sind, Wasser anzusaugen und das Wasser wieder abzupumpen. Das sind Refactory eigene Pumpen, wie ihr seht. Das ist also die neue Generation. Und das ist auch der Grund, warum das Ganze ein kleines bisschen mehr Gewicht hat. So, dann haben wir hier in der Mitte, muss ich mal eben dran ziehen, das ist hier meine Messküvette, meine Messeinheit. Da müssen wir nachher noch dran. Das Ganze muss hier kalibriert werden. Ja, Leute, nochmal ein kurzer Einwurf. Ich hatte gerade noch eine Rückmeldung vom Damian gekriegt. Der hat sich das Video angeschaut, deshalb schmeißen wir jetzt gerade eben noch mal was dazwischen. Und zwar geht es sich darum, alle Messgeräte müssen ja früher oder später mal gereinigt werden. Und hier bei dem Messgerät, er hat es schon länger im Einsatz, ist es so, dass es nach Möglichkeit alle anderthalb Wochen mal gereinigt werden sollte. Und zwar die Messküvette. Die nehmt ihr vollständig raus, trennt die von den Schläuchen und legt die Küvette selber ohne die ohne den Rührfisch in Zitronensäure ein. So für eine Stunde auf anderthalb. Dann holt ihr das Ganze wieder raus, reinigt es, macht es sauber, macht es trocken und setzt das Ganze wieder ein. Wichtig an der ganzen Sache ist natürlich, dass ihr im Nachhinein hingeht und innen und außen die Schlieren entfernt, also richtig schön sauber machen, wie ihr es vom Hanna auch kennt, damit keine Messdifferenzen auftreten. Das ist jetzt ein Tipp aus dem Gebrauch heraus, schon aus der Beta-Phase. Der hat jetzt schon das Ganze ein bisschen länger im Gebrauch. Und von daher wollte ich das jetzt nochmal kurz einschmeißen und wir machen jetzt im Video weiter. Auf geht's. Ich blende es separat nochmal ein, weil das ist gerade hier nicht so gut zu sehen. Hier oben sind die Einfüllstutzen, sage ich jetzt mal, für die Reagenzien im oberen Teil. Und dann haben wir hier 1, 2, 3 Mini-Pumpen für die Reagenzien und hier unten dann die entsprechenden Aufnahmen. So, habe ich noch was vergessen? Ja. Hier unten drin natürlich, wo diese Messküvette drin ist, ist noch dementsprechend dann die photometrische Einheit, die einmal quer durchs Glas das Wasser misst. Im Prinzip, wie gesagt, wie beim Hanna-Checker, gleiche Grundprinzip. Und ich setze das einfach mal hier wieder ein. Zack. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Ja, auf der Rückseite. Wir haben die gleiche Halterung oder das gleiche Halterungsprinzip wie bei den Pro X1 Pumpen. Es ist eine Aufnahmeschiene, die wird einfach im Becken, im Schrank sauber und gerade hingepackt. Gerade sollte wichtig sein, weil das Gerät sollte schon, ich sag jetzt mal, im Wasser in der Waage sein, damit auch alles mit dem Messvorgang vernünftig läuft. Also gerade anbringen, dann wird das Ganze eingeklickt. Nee, andersrum, so rum war es. So, eingeklickt und dann einfach nur ran und dann hängt das Gerät fest an der Wand und ja, kann nichts mehr passieren. Schöne Montage. Dann haben wir hier oben noch die eine LED dran, eine Beleuchtung und wir haben hier oben den Punkt fürs Reset. Das steht jetzt, ist jetzt kein Aufkleber mehr, das ist jetzt aufgedruckt. Das ist im Prinzip, blende ich euch ein, ein Kreis mit zwei Pfeilen, dass man das Ganze dann eben hier oben zurücksetzen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen mal kurz einen kleinen Schnitt. Ich mache mich mit dem Gerät ein bisschen vertrauter und dann geht es gleich direkt weiter. So Leute, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir gehen als allererstes hin und wir machen jetzt hier mal die Verbindungsroutine für den Smart Tester. Ich nehme das Ganze mit auf. Das allererste, was wir natürlich machen müssen, wir brauchen Strom. Und das Ganze wird hier hinten eingesteckt. Ich mache das mal von der Seite. So. Und dann haben wir hier einmal grünes Lämpchen. Ich drehe das mal um. Und was wir gleich brauchen für die Verbindungsroutine ist hier unten der QR-Code. So, ich hoffe, das sieht man. Ja, gut, dann gehen wir jetzt mal in die App rein. Ich nehme euch mit. Einmal auf Abbrechen. Bildschirmaufnahme. Uno Momento. So. Wir gehen in den Bereich Devices und oben links bei Devices steht dann Add Device. So, hoffen wir, dass es jetzt funktioniert. Natürlich
da haben wir es. Gut. Dann suchen wir uns den Gerätetyp aus, der im Endeffekt hier drin ist. Und ich bin wieder mal schlecht vorbereitet, weil ich muss direkt hier einmal was suchen. Nehme ich mein WLAN-Passwort. Aber da das hier Apple ist, kann ich das hier kopieren. Und gleich hier einsetzen. So, jetzt geht's weiter. Sorry. Also WLAN-Passwort bereithalten, klar, logisch. So, wir suchen uns den Smart-Tester aus, dann geht's auf Weiter. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder die Seriennummer, die hier auf der Rückseite der Geräte steht, oder wenn es bei älteren Geräten ist, auf der Verpackung steht, oder ihr könnt die Seriennummer aus dem Wi-Fi-Netzwerkkennung herausnehmen, könnt ihr die von Hand eingeben. Oder ihr geht hin und sagt, ich scanne. So, ich habe jetzt, dafür muss die Kamera freigegeben werden, das ist wichtig. Dann geht ihr hin. Zack. Hat den QR-Code gescannt. Jetzt haben wir die Seriennummer und jetzt sagen wir verbinden. Darf er sich verbinden? Ja, er darf. So, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Bitte warten. Please hold the line. Mit Gerät verbunden. Und jetzt scannt er einmal ab, was wir hier an Netzwerken haben. Und das ist eine ganze Menge. Der kennt meine Netzwerke hier schon und wir nehmen jenes welches und dann hauen wir dann dementsprechend das Passwort rein. Genau. Da ist es. Und dann gehen wir auf Weiter. Ich möchte mich verbinden, genau. Ich habe eine Fehlermeldung, warum weiß ich jetzt nicht, weil er die Netzwerke schon kennt. Smart Tester. Lassen wir jetzt erstmal so dahingestellt. Smart Tester ist im Shadow Reef, genau, da fügen wir es ein und es ist von der Firma Crazy Corals. Dann speichern wir das Ganze und da unten steht er dann drin. Gehen wir einmal drauf und das ist dann erstmal die Oberfläche, Kalibrierung erforderlich. Das ist das, was wir jetzt gleich als nächstes machen. Wir kalibrieren dieses Gerät. Ja, also, der Smart Tester ist im Smart Reef drin. Warum dann eine Fehlermeldung bei mir kommt, weiß ich noch nicht. Versuche ich noch rauszufinden, werde es vielleicht in diesem Video noch mal kurz nachreichen. Fakt ist, die Verbindungsroutine hat funktioniert, trotz Fehlermeldung. Das Gerät ist im Smart Reef drin und ich blende euch noch mal kurz ein, in der Zeile, da war so ein Pfeil nach oben. Heißt im Endeffekt, dass ein Update für das eine Firmware-Update verfügbar ist und sollte auch dann dementsprechend gemacht werden, damit Messroutinen etc., alles was Kommunikation, was damit zu tun hat, auf dem neuesten Stand ist. Also, bevor ihr dann alles, ich sag mal, anfangt zu arbeiten mit dem Gerät, zu kalibrieren etc. pp., bitte hingehen und das Firmware-Update durchführen. So, jetzt haben wir noch ein paar Kleinigkeiten hier, die wir im Vorfeld natürlich beachten sollten. Also als allererstes darf der Schlauch, der das Wasser entnimmt, also sprich jener Welter hier, der immer noch so schön aufgewickelt ist auf die neuen Halterungen, nicht länger wie 2 Meter sein. Ansonsten kann es zu Fehlmessungen oder nicht zu der richtigen Wassermenge infolgedessen zu einer Fehlmessung kommen. Also nicht mehr wie 2 Meter. Des Weiteren ist es notwendig, dass ihr darauf achtet, dass von der zu entnehmenden Stelle, wo das Wasser entnommen wird, der Smart Tester nicht höher wie 1 Meter vom Wasserspiegel hängt. Also da ist auch eine Höhenbeschränkung mit drin. Bitte nicht hingehen und den Smart Tester direkt über das Technikbecken hängen, weil sollte es irgendwie mal zu Messfehlern oder einer Fehlfunktion kommen und hier läuft irgendwas aus an Flüssigkeiten bzw. Reagenzien, würde das ins Technikbecken laufen und somit in euer Becken und könnte zu Schäden führen. Wichtige Sache. Abwasser, habe ich gerade eben auch schon gesagt, als erstes gehört nicht zurück ins Becken, sondern in einen separaten Behälter. Also entweder einen Kanister hinstellen oder dafür sorgen, dass ihr halt, so wie ich das habe, das Abwasser abführen könnt. Ich muss nachgucken.
Nach Möglichkeit sollte der Smart Tester, nachdem er kalibriert wurde, seinen Standort nicht mehr verändern. Das heißt, Position nicht verändern, hoch, runter. Also ihr solltet das Gerät an Ort und Stelle da montieren, wo er hin soll. Und dort sollte dann auch dementsprechend die Kalibrierung erfolgen. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier, damit ihr sehen könnt, wie es geht. Und anschließend montiere ich das Gerät und durchlaufe die Routine nochmal komplett. Haben wir. Grundsätzlich das entnommene Wasser zur Kalibrierung, das ist glaube ich 20 Milliliter brauchen wir, sollte frei von Trübstoffen sein. Also sprich, wenn wir jetzt hier die Messküvette nachher im nächsten Durchgang kalibrieren, müssen wir darauf achten, dass das Wasser halt, dass da keine Verunreinigungen drin sind, Trübstoffe oder Schwebeteilchen oder sowas. Die würden nämlich dann in der Messküvette zu Messfehlern führen. Das Ganze hier arbeitet ja noch auf photometrischer Basis. Das heißt, ich habe jetzt hier mein großes Studiolicht und ihr solltet das Gerät definitiv vor starker Lichteinstrahlung schützen, weil ja dementsprechend hier drin eine photometrische Messung mit Licht stattfindet. Und wenn da Fremdlicht drauf fällt, dann kann das mit der entsprechenden Messung nicht so funktionieren, wie es soll. Also auch wichtig, hingehen und vor starkem Licht schützen. Ich denke, ich werde das gleich so machen. Ich werde die Küvette kalibrieren. Dann werde ich das Gerät montieren, da wo es hin soll, und werde dann den restlichen Kalibrierungsvorgang und das Einrichten der entsprechenden Messroutine werde ich hier unten im Schrank machen, mit etwas weniger Licht, damit da kein Fremdeinfluss dementsprechend dann stattfindet. Habe ich sonst noch was? Plötzliche Temperaturänderung. Also ihr solltet das Gerät nicht draußen lagern und dann auf einmal hier reinholen. Es sollte dafür gesorgt werden, dass immer eine gleichbleibende Temperatur herrscht. Hat ein bisschen was damit zu tun mit dem Glas, beschlägt das außen und. Das kann dann dazu führen, dass sich meinetwegen an der Messküvette außen Feuchtigkeit ansetzt bei starken Temperaturänderungen. Und da das Licht hier von rechts nach links oder von links nach rechts durch die Küvette durchgejagt wird und damit die Messung gemacht wird, und wenn da dann ein Beschlag drauf ist durch Temperaturunterschied, ist das auch wieder ein Grund für eine Fehlmessung. Also es gibt viele Dinge zu beachten, damit das Gerät vernünftig funktioniert. In meinen Augen logischer Ansatz, aber solltet ihr definitiv darauf achten. Deshalb bitte schaut euch die Bedienungsanleitung an. Das Video hier ist kein Ersatz für die Bedienungsanleitung. Gut, ich gehe dann jetzt auch mal eben weiter im Text und dann schauen wir uns das Ganze an. Genau, weil ich mache es ja auch im Prinzip jetzt hier aus der hohlen Hand raus zum ersten Mal. Und das Erste, was sie jetzt wollen, ist dieser süße kleine Rührfisch. Den kennen wir auch vom Keeper. Ja, das kleine süße Ding hier. Der gehört jetzt erstmal in die Messküvette rein. Das heißt, wir ziehen die heraus und packen den Rührfisch da rein und setzen das Ganze wieder ein. Richtig so? Richtig so, ja. Bis es einrastet. Das ist auch wichtig, ja. Schön gerade unten reinsetzen, also nicht verkanten oder so. Einfach gerade wieder die Unterkante auf den Boden führen und dann muss es einmal Klick machen, wie ihr gerade gehört habt. Und dann sitzt das Ganze fest wieder da, wo es hin soll. Wir machen kurz einen Schnitt und dann geht es gleich weiter. So Leute, kein Plan überlebt den ersten Feinkontakt. Nein, ich habe das Gerät jetzt hier schon mal verbaut und wir machen das jetzt direkt hier am Aquarium und werden das hier alles dementsprechend dann direkt vor Ort machen, damit man das Ganze, ja, damit ich den Prozess nur einmal machen muss. Vielleicht sollte ich ihn öfters machen, damit ich ihn auch richtig mache. Nein, wir werden sehen, was passiert. Also wichtig ist erstmal, dass das Gerät gerade hängt. Ich lege hier oben mal die Wasserwaage drauf. Ich weiß nicht, ob man das von vorne vernünftig sehen kann. Ich ziehe es mal hoch. Das passt so weit. Ist doch, ist fast im Wasser. So gut wie. Nein, ist in Ordnung. Tatsächlich. Vernünftig montiert. Er ist fest. Also die Halterung ist definitiv klasse. Kann ich also nicht anders sagen. Und wenn ich das Gerät rausheben möchte, gehe ich im Prinzip hin. Einmal kurz nach oben zur Seite kann ich das schieben hier.
und dann habe ich das in der Hand. Gleiches Spiel mit dem Einhängen. Zack, einmal dran. Dann drücke ich es wieder rüber, da wo er hingehört. Ist es bei mir so, dass ich es rüberdrücken muss, aber ansonsten ja, einfach nur von oben einhängen, einklicken, fertig. Schläuche habe ich verlegt. Hier hinten gehen meine Abwasserschläuche. Da blende ich euch nochmal kurz ein. Und an der linken Seite unten müsste zu sehen sein, ja, so ganz kurz, da sind meine beiden Entnahmestellen. Habe ich jetzt dahin verlegt für den Keeper und für den Smart Tester. Gut, das sind jetzt erstmal so die Grundvoraussetzungen, wie gesagt. Ich werde gleich hier das entsprechende Licht ausmachen. Das Licht von vorne wird erstmal bleiben. Wir werden sehen, ob es da zu Messdifferenzen kommt. Ich werde während der Kalibrierung, wenn es dann hier in die Messung geht, werde ich dann auch von vorne abdecken, dann so wie es auch sein soll, hier mit der Abdeckkappe. Weil wie gesagt, wir messen mit Licht und hier oben sind natürlich Einfallspunkte, wo hier die entsprechenden Dosierungen für die Reagenz dann erfolgen. Gut, ja, dann bereite ich jetzt den Rest vor und dann machen wir dann weiter. So, wir machen das Ganze jetzt mal Step by Step, so wie es auch im Endeffekt in der Bedienungsanleitung drin steht. Und ich hoffe, ich mache nichts falsch. Fangen wir erstmal damit an, dass wir hier die Messküvette, das habe ich jetzt schon gemacht, dass wir die rausnehmen. Die kann man hier so ein kleines bisschen runterdrücken und dann kann man die nach vorne rausziehen. Dann könnt ihr die waschen, sauber machen, wieder hier entsprechend reindrücken. Und dann müsst ihr nochmal hingehen mit einem sauberen Läppchen, dafür sorgen, dass die Innen- und Außen sauber ist. Also sprich, keine Schlieren drauf sind. Das Ganze sollte sauber sein und muss sauber sein, damit dann auch keine Messfehler entstehen. Also die Küvette innen, außen mit Wasser reinigen und wenn das passiert ist, wird sie wieder hier hinten eingesetzt. So, was ich euch eben verschwiegen habe, sind diese beiden Schläuchchen hier. Die sind nämlich jetzt für die Kalibrierung der Messküvette erforderlich. Warum müssen wir die Messküvette kalibrieren? Wir müssen im Prinzip den Wasserinhalt, der in der Küvette ist, der muss ermittelt werden. Und zwar sehr genau, dafür haben wir unsere Feinwaage. Und ich sehe gerade, ich habe noch was vergessen. Ganz, ganz wichtig ist, dass während der Kalibrierung... Ach komm, du kleines Rutschi. Ich halte es so. Der Rührfisch mit in der Küvette ist. Solltet ihr die Küvette aus irgendeinem Grund mal austauschen müssen, von warum auch immer, müsst ihr diese Kalibrierung erneut machen. So, dann gehen wir jetzt hin, schließen jetzt diese beiden Röhrchen hier an, die machen wir ab. Die brauchen wir später. Und machen die hier dran. Na komm. Habe ich richtig gewählt? Oh, ist genau die richtige Höhe. So muss das sein. So, das ist dann der richtige Step. Wo habe ich mein Gläschen? Genau. Das sollte hoffentlich ausreichen. Muss ich jetzt gleich nochmal nachlesen. Und die kommen dann anschließend hier rein. Genau so sollte es sein. Was zu schreiben brauchen wir gleich auch noch, weil wir müssen uns kleine Sachen aufschreiben, damit wir das Ganze dann verrechnen können. Ja, im Prinzip errechnen, verrechnen. Das war der erste Step. Geht gleich mit dem zweiten weiter. So, weiter geht's. Step by Step. Folgendes. Ich habe die Schläuche jetzt angeschlossen. Ich habe jetzt hier meinen Becher genommen. Da sind so ungefähr 75 Milliliter Wasser drin. So, jetzt nehme ich euch mal mit aufs Pad und hoffe, dass das hier alles funktioniert. Genau, Aufnahme läuft. Dann gehen wir zum Smart Tester. Kalibrierung erforderlich. Dann machen wir das Ganze doch. Wassertyp nehmen wir Salzwasser. Das müssen wir einstellen. Der Prozess der Kalibrierung der Messküvette wird verwendet, um das Volumen der installierten Küvette zu bestimmen. Damit der Smart Tester die zu testende Wasserprobe genau entnehmen kann. Der gesamte Prozess dauert bis zu 30 Minuten, um sich auf den Prozess der Kalibrierung der Messküvette vorbereiten, halten die folgenden Dinge bereit. Die zwei 20 cm Röhrchen haben wir.
So, dann eine Messpipette mit RO oder Meerwasser. Es wird empfohlen, mindestens 20 Milliliter Flüssigkeitsvolumen vorzubereiten. Okay, wir haben jetzt insgesamt 75 und halt die Waage brauchen wir. So, ich lese das jetzt hier alles vor, was dementsprechend jetzt hier steht. Setzen Sie eine saubere und gewaschene Messkuvette gemäß der Anleitung in dem Smart Tester ein. Vergessen Sie nicht den Magnetrührer, den Rührfisch da reinzupacken, in die Messkuvette zu legen. Schließen Sie die vorbereiteten Schläuche fürs Aquarienwasser in und aus an den Smart Tester an und wählen Sie die Wasserart im Kalibrierungsprozess. Genau. So, haben wir gemacht. Dann starten wir jetzt hier mal. So, und wir sehen, beide Pumpen arbeiten. Das heißt, er zieht über die eine Pumpe rein und über die andere jetzt gleich wieder raus. Das kann bis zu 5 Minuten dauern. Please hold the line. Ja, wir sehen auch, da unten kommen Luftblasen raus. Was auch noch wichtig ist bei der ganzen Aktion, der Tester sollte natürlich entweder verbaut sein oder in der waagerechten bleiben. Achtet bitte darauf, dass ihr während des Messvorgangs oder wie auch immer das Gerät nicht schräg haltet oder sonst irgendwas. Dann könnte nämlich aus der Küvette Wasser auslaufen in den Tester rein und dann wird die Sache unschön. Also dementsprechend, ja, ist ja gut. Ja, hört ihr? Kommen Sie direkt schon hier an, wenn ich über sowas erzähle. Wir machen da jetzt gleich mal einen Zeitraffer draus. Seht ihr? So. Bereiten Sie ein Becherglas mit Wasser vor und messen Sie dessen Gewicht. Es wird empfohlen, mindestens 20 Milliliter Flüssigkeit vorzubereiten. Geben Sie das gemessene Gewicht in das Feld ein. Das heißt also, so wie wir es jetzt haben, können wir jetzt hingehen und... Ja, machen wir so. Moment. Bewegungslegastheniker hier. Die Schläuche müssten ja jetzt... Wir messen einfach. Nein, stopp, Tara. Achten wir darauf, ist und dann. Das muss ich mir jetzt aufschreiben. Und das gebe ich hier ein. 125,4. War richtig, ne? Das ist 0. Ne, jetzt. 125,3,7. Machen wir es genau. 3,7. Messen Sie das Volumen der Messküvette. Dieser Schritt kann bis zu 10 Minuten dauern. Stellen Sie sicher, dass die Rohre in das Wasser eingetaucht sind. Habe ich. Die Anzeige auf dem Gehäuse wechselt in die Farbe Blau. Tut es. Und dann zu Gelb, wenn dieser Schritt erfolgreich abgeschlossen wurde. Und zu Rot, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Ja, dann warten wir doch mal.
So, gelbes Licht, das heißt, er ist fertig mit diesem Schritt. Nehmen Sie die Rohre vorsichtig aus dem Becherglas mit dem Wasser und messen Sie das Gewicht. Geben Sie das gemessene Gewicht in das Feld Gewicht ein, tauchen Sie dann beide Rohre in das Becherglas und drücken Sie die Schaltfläche weiter. Machen wir jetzt mal genauso. So, also vorsichtig rausnehmen. Du musst sowieso hier oben weg. Einmal dahinter dran. Dann nehmen wir das Becherglas, messen und stellen wir erstmal auf 0. Und dann haben wir jetzt 120,67. Nochmal runternehmen, gucken, ob der auch tatsächlich auf 0 ist. Das heißt also, der hat jetzt knapp 5 Gramm, ungefähr 4, noch was Gramm Wasser da rausgenommen. So, das geben wir jetzt hier ein. 120, 1, 2, 0,67. So, bevor man das jetzt wieder reindrücken, zack, die beiden Röhrchen da rein, so wie es gesagt wurde. Und dann machen wir weiter. Jetzt geht er nämlich hin und pumpt die Küvette leer. So, Entnahme der Wasserprobe aus der Messküvette. Das heißt, er entleert die Messküvette jetzt. Dieser Schritt wird 5 Minuten dauern. Vergewissern Sie sich, dass die Rohre in das Wasserbecherglas eingetaucht sind. Die Anzeige auf dem Gehäuse wechselt die Farbe blau. Ja, korrekt. Und dann zu gelb. Wenn der Schritt abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen wurde, oder zu rot, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Also, please hold the line. Er macht also jetzt die Messküvette leer. Und ich denke mal, dass wir dann noch einmal das Gewicht messen werden, weil es könnte ja sein, dass noch ein kleines bisschen Wasser mit in der Küvette drin ist, und dann geben wir dann wahrscheinlich den Endwert tatsächlich da ein, und dann haben wir wahrscheinlich, so wie es ausschaut, den entsprechenden Wert, die Küvette dann im Endeffekt, womit das Gerät dann arbeitet. Ja, wir haben auch eben gesehen, als die Aquarienpumpe gearbeitet hat, sie hat erstmal angezogen, dann hat sie nochmal kurz aufgehört, hat die Küvette im Prinzip mit der entsprechenden Menge voll gemacht, dann ist sie hingegangen und hat entgegengesetzt gedreht, und zwar relativ lange. Warum so lange? Ja klar, unser Schlauch hier ist ja 2 Meter lang. Das heißt, sie muss den kompletten Schlauch dann im Prinzip leer drücken, oder drückt sie leer. Warum das so ist, werden wir dann noch sehen. Und ja, jetzt sehen wir hier tatsächlich, da kommen jetzt schon wieder Blasen raus. Und irgendwann jetzt gleich wird er wahrscheinlich dann sagen, bitte nochmal messen. Please hold the line. Ich höre nochmal die Stimme. Heute mal antialkoholisch. Weil wir wollen ja auch, dass das Gerät funktioniert. Ne? Aber ihr wisst ja, besoffen messen macht doppelt so viel Spaß. So, haben wir noch irgendwelche... Ich kann ja schon mal spinzen. Ich habe ja hier die Bedienungsanleitung auf meinem Rechner. Aha. So, zack, Schritt 7. Ja, im Schritt 7, im Abschlussschritt wird nochmal gemessen. Genau das ist es. Wie ich befürchtet habe. Also er pumpt jetzt alles raus, so weit wie geht. Und ich vermute mal, gucken wir gleich mal, dass wahrscheinlich noch ein kleiner Rest Wasser oder eine Restflüssigkeit drin ist. Aber das Gerät hat, habe ich zumindest schon mitgekriegt, hat einen entsprechenden Spülvorgang. Das heißt, das spült die Küvette erstmal vernünftig durch, bevor überhaupt das zu messende Wasser reinkommt. Komm, sag schon Piep. Piep, 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 der Smart Tester hat mich lieb.
plätschert ganz schön laut hier. Muss ich gleich nochmal gucken. Woran es liegen könnte. Was ich euch auch schon mal sagen kann, der Platz hier unten ist auch schon verplant. Weil da oben, da steht schon das nächste Teil, was ich euch vorstellen werde. Wird eine Kurzvorstellung, denke ich mal, weil die habe ich euch schon vorgestellt. X1. Und da oben steht die X4. Die kommt jetzt hier daneben. Weil ich habe hier jetzt einiges an Sachen drin, die ich jetzt noch steuern möchte, die ich auch im Endeffekt jetzt durch das Gerät mir die Option halt geben möchte, eingreifen zu können aus der Ferne. Wie zum Beispiel eine Lantanendosierung in den Schacht hinten. Könnte man jetzt darüber regeln. Ja, wenn dementsprechend jetzt hier ein Wert überschritten wird, könnte ich sagen, okay, mit der und der Pumpe gib mir Lantan, die und die Menge Lantan rein. Werde ich mich noch näher mit beschäftigen. Das ist keine Sache, die man mal eben nebenbei macht, weil ich muss es in Schacht dosieren oder ich will es in Schacht dosieren, damit das erstmal nicht ins Freiwasser kommt. Dann reagiert das da hinten im Schacht. Geht unten durch mein Filtersystem durch und wird zum großen Teil, hoffe ich, dann von meinem Abschäumer aufgenommen. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Und anschließend dann sollte dann bei der nächsten Messung ein entsprechender Effekt zu sehen sein. Also sprich, nach einer Stunde auf zwei. Ich muss mal schauen, ob es möglich ist, dann eine Kontrollmessung im Prinzip dann anschließend anzustoßen. Also sprich, das ist eine Aktion. Gucken wir nachher mal rein, ob das geht. Das wäre nicht schlecht, dass man sagt, okay, wenn der und der Wert überschritten ist, dann natürlich eine Aktion mit der und der Pumpe, die mir Lantan reinpumpt. Aber dann noch eine Aktion, zeitversetzt, wäre schön. Ich sage jetzt mal 3 Stunden später, was dann nochmal eine Kontrollmessung macht, ob das Ganze dann auch gewirkt hat. Werden wir mal sehen, ob das geht. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Weil das ist dann jetzt im Endeffekt genau das, was dann gemacht werden kann. Im Umkehrschluss brauche ich ja auch einen Kanal. Wenn ich jetzt zu wenig Phosphat habe, wo ich dann sagen kann, okay, pass auf, bei einem Wert von 0,02, meinetwegen, dosiere eine Menge X an P rein. Also sprich Phosphor von der Nutrition zum Beispiel. Oder halt von den entsprechenden Sachen, die ich oben noch stehen habe von der Refactory. Kann man dann hingehen und der Pumpe X sagen, pass mal auf, dosieren wir das rein. Das werden jetzt schon mal 2 Piep. Es hat Piep gesagt. So, jetzt steht hier, entfernen Sie die Messgefäße und wiegen Sie es. Genau. Also, das erstmal raus. Dann nehmen wir das wieder hier runter. Schalten die Waage wieder ein, so dass sie auf 0 ist. Auch immer kurz warten bei den Waagen hier. Die können noch mal kurz drauf drücken. Also ich hatte eine, die hat dann immer so 3-4 Sekunden später ist die noch mal so um 0,04 nach oben gegangen. Die macht das jetzt nicht. Ich habe ja mehrere mittlerweile. So, und jetzt packen wir es drauf. Und hier stehen jetzt 124,44. Nochmal eben kurz runternehmen, gucken, ob der auf 0 ist. Gleiches Spiel nochmal, der darf nirgendwo dran kommen. 124,43. Nochmal. 124,43. Das geben wir jetzt hier ein. 124,43. So. Und dann gehen wir auf Finish. So. Jetzt haben wir auch eine andere Ansicht. Und ja. Machen kurz einen Break und dann geht's mit dem nächsten Step weiter. So, Leute. Next Step. Ich wollte euch eigentlich die Übersicht zeigen, aber er meckert mich gerade an hier. Er hätte jetzt gerne erstmal gerne die Reagenz. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze doch mal gemäß der entsprechenden Anleitung. Dann sagen wir neue Patrone.
Der Vorgang der Installation eines neuen Reagenzien-Sets dauert bis zu 30 Minuten. Um fortzufahren, bereiten Sie Folgendes vor. Neuer Reagenzien-Set und Kartusche mit reinem R0-Wasser. Ah! Dafür ist die da. Wenn wir jetzt eine neue Reagenz einsetzen, egal ob jetzt Phosphat nochmal neu oder, also sprich, alt ist, die alten Patronen sind leer, müssen durch neue ersetzt werden, dann brauchen wir diese R0-Patrone, die im Prinzip noch nicht gefüllt ist, die muss ich jetzt füllen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache. Erzähle ich euch gleich, wie ich das mache und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich musste mal gerade eben eine Kleinigkeit nachdrehen und zwar ist mir gerade eben beim Einsetzen der Kartuschen tatsächlich der Saft von der Funkstrecke abhanden gekommen und ja, im Endeffekt drehe ich euch das jetzt nochmal neu. Die Kartuschen sind eigentlich hier drin, aber ich zeige es euch trotz alledem nochmal, damit wir der Vollständigkeit halber das Ganze jetzt hier durchziehen. Wir gehen im Prinzip hin und sagen dem Gerät gleich, dass wir eine neue Kartusche einsetzen wollen. Oder beziehungsweise, er hat eben gemeckert, bei der Erstinstallation, Bild blende ich euch auch nochmal kurz mit ein. Ich hätte gerne jetzt erstmal meine Kartuschen. So, und damit wir neue Kartuschen einsetzen können, brauchen wir diese kleine Box hier. Das ist für den Smart Tester RO-Wasser, also sprich Osmosewasser. Die müssen wir selber befüllen. Wir stellen Osmosewasser her, habe ich hier gemacht, mehrfach gespült das Ganze hier, dann mit Osmosewasser befüllt. Und jetzt bin ich hingegangen, habe mir einen Restschlauch genommen, der da drin war. Und dieser Restschlauch, mit dem können wir jetzt arbeiten. Wartet mal, den schneide ich jetzt gerade mal kurz etwas kürzer hier, weil so lang muss er nicht sein. Einmal halbieren. So. Wir machen das hier oben auf. Da oben ist ein Anschluss drin. Und gehen im Prinzip hin. Da sollen 50 Milliliter reinpassen. Ich ziehe jetzt mal 10 auf. Und sehr witzig. Fädel das hier oben ein. Und presse im Prinzip die 10, das Wasser, jetzt hier rein. Das Ganze mache ich jetzt 4-5 Mal. So, und jetzt fragt ihr euch dann wahrscheinlich, wann merke ich denn, wann das voll ist? Ganz einfach. Hier oben in der Öffnung ist eine kleine Entlüftung. Und spätestens dann, wenn die Kartusche voll ist, dann spritzt das da oben ein kleines bisschen raus. Also packt das nicht mit zu viel Druck rein. Ansonsten habt ihr hier die Fontäne an der Decke. Also nur ein kleines Entlüftungsloch. Und so. Na komm. Ist die vierte. Jetzt muss man vorsichtig sein. Na? Da. Da. Habt ihr das gesehen? Hoffe ich. Ja, ist an der Seite kurz ein bisschen hochgespritzt. Das Ding ist jetzt voll. So. Müssen wir nicht zumachen, brauchen wir doch jetzt. So, wir gehen jetzt erstmal hin und machen die vorhandenen Patronen ab. Die Patronen, wenn sie verpackt sind, blende ich euch auch noch mal eben kurz ein, die haben ein entsprechendes Siegel oben drauf. Das heißt, die sind noch nicht offen gewesen. So. Wir machen im Prinzip jetzt hier die Routine, auch bei der ersten Installation neue Patrone. Gehen auf neue Patrone. So, und da wird uns schon gesagt, was wir im Endeffekt brauchen. Der Vorgang der Installation eines neuen Reagenzien-Sets dauert ungefähr 30 Minuten, also halbe Stunde. Ja, macht sich hindurch, mache ich schnell einen Vorlauf. Neues Reagenzien-Set wäre jenes welches hier. Und wir brauchen die Kartusche mit Osmosewasser, die wir frisch befüllt haben, selber.
So, verbinden Sie alle Rohre des, des Aquarienanschlusses ein- und Gebrauchtwasseranschluss aus. Dann ist man das wie gewohnt. Also sprich, hier die beiden Anschlüsse müssen dann installiert sein, so wie es sein soll. Und dann gehen wir auf Starten. So. Und jetzt werden erstmal die entsprechenden Ja, Leute, ich melde mich noch mal eben kurz zu Wort. Ich habe diesen Part jetzt hier extra drin gelassen, um zu zeigen, was schief laufen kann, wenn man nicht richtig liest. Ja, also dementsprechend bitte immer darauf achten, dass ihr hingeht und die Bedienungsanleitung und die Anweisung auf dem Bildschirm beachtet. Ich habe in dem Moment gedacht, ja, machst du einfach mal so, wie du denkst. Denkst du, Schätzchen, war falsch. Also, bitte darauf achten, dass ihr die Anweisungen einhaltet und dann passiert auch nichts. Da jetzt meine Kartuschen schon installiert sind, lasse ich sie jetzt noch dran, weil der gleich die entsprechenden Flüssigkeiten zurückpumpt. Also, wir gehen hin. Neue Patrone. Das ist im Prinzip der gleiche Vorgang, als wenn wir jetzt ja im Prinzip komplett neu installieren. Was wir brauchen, ist das Reagenzien-Set. Die ist jetzt erstmal da. Und diese Kartusche gefüllt mit Osmosewasser. Entsprechend sollten dann jetzt hier die beiden Anschlüsse da hinten angeschlossen sein. Klar, logisch. Und dann gehen wir hin und sagen starten. Jetzt geht er dann nämlich hin und führt erstmal, wenn was drin wäre, ja, ist ja auch drin, weil sie eigentlich schon installiert waren, pumpt jetzt erstmal die entsprechenden Reagenzien zurück aus der entsprechenden Pumpen. So, und wir haben jetzt hier natürlich die dritte, habe ich jetzt nicht benutzt. Die kann erstmal offen bleiben, die kann man auf Seite packen, die ist uninteressant. Fakt ist, er geht jetzt im ersten Schritt hin, erster von 9, und pumpt, wenn Reagenzien in dem Schlauch drin waren, pumpt er sie wieder zurück ins in den Behälter, um den Schlauch erstmal leer zu kriegen. Die nächsten 3 Schritte werden sein, dass wir die Schläuche im Prinzip mit dem Osmosewasser spülen. Ja, bitte? Achso, meine Nachfüllanlage. Ja, da wird sich auch bald was tun. Das heißt, den Schritt, den zeige ich euch einmal und dann überspringen wir alle anderen, weil er sagt dann, den an 1, 2 und 3 jeweils anschließen, der spült die Schläuche und dann ist dieser Part im Prinzip durch und dann machen wir dann mit dem Schlusspart weiter. Wie gesagt, das Ganze dauert ungefähr so knapp 30 Minuten, bis die neuen Patronen installiert sind. So, ein bisschen Strom hier drauf packen. Mein Handy macht auch gerade schon schlapp, weil das hier so lange dauert. Zack, hat er sich gemeldet. Ja, macht er ja grundsätzlich. Das finde ich gut, dass es jetzt eine akustische Aufmerksamkeitserreger gibt. So, trennen Sie alle alten Kartuschen mit chemischen Reagenzien vom Smart Tester. Und entfernen Sie. Ja, zack. Die packen wir jetzt erstmal auf Seite. Einmal, zweimal schön zudrücken. Brauchen wir gleich wieder. So, und befestigen Sie das Rohr der Reagenzpumpe A an dem R0-Container. Jo, machen wir. Also, ist gerade ein bisschen dunkel hier. So, jetzt geht's besser. Angeschlossen, dann gehen wir auch weiter. Und jetzt fängt er an, diesen Kanal mit Osmosewasser zu spülen. Das heißt, wenn ich jetzt komplett auf ein anderes System gehe, meinetwegen Nitrat testen möchte oder Calcium oder Magnesium, dann spült er die alten Reagenzien komplett mit dem Osmosewasser raus. Somit kann ich dann hingehen und dann anschließend das neue Reagenzien-Set dementsprechend da reinpacken. Der wird gleich dann auch noch nach dem hier fragen, dann möchte er gerne die Nummer hier unten haben, also sprich die Part Number bzw. Seriennummer, nee, kommen wir gleich zu. Kann ich hier an meinem
an meinem Tablet leider nicht machen, weil der dann nämlich abschmiert. Ich werde dann die Nummer von Hand eingeben, aber mit dem Handy, wenn ich das jetzt mit dem Handy gemacht hätte, kann man hier diesen QR-Code für diese Chargennummer, so, jetzt war es, nicht Partnummer, Chargennummer, eingeben und dann würde das funktionieren. Ich hoffe, dass ich jetzt hier gleich ohne Probleme damit arbeiten kann, weil die Chargennummer habe ich ja schon mal eingegeben. Und dann schauen wir mal, ob er die akzeptiert oder nicht. Wenn nicht, habe ich ein Problem. So. Jetzt machen wir das Ganze an eBay. Gleiches Spiel. Und weiter geht's. Er geht im Prinzip jetzt hin und zieht sich das R0-Wasser, das Osmosewasser durch die Pumpe hier zu den Pipettierköpfen und dann erstmal in die Küvette rein. Und dann haben wir gleich die Möglichkeit zu sagen, es gibt zwei Varianten, die neuen Dinger anzuschließen. Die erste ist besser, weil er dann nämlich die Küvette einmal komplett reinigt. Die andere wäre schneller, aber dann bleibt das alte Wasser erstmal drin. Wenn man danach direkt eine Messung macht oder machen möchte, kann man sich die schnellere Variante aussuchen. Aber lassen wir erstmal so arbeiten. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Zeitraffer draus, beziehungsweise ich mache eben kurz aus und wenn es dann wieder spannend wird, schalte ich mich wieder dazu. Bis gleich. So Leute, Spülung ist durch. Jetzt gehen wir hin und installieren die neuen Kartuschen. Er möchte, dass ich alles entferne. So, die tun wir erstmal auf Seite. Die dritte, also sprich der dritte Schlauch hier C, den packe ich wieder in die Halterung hier unten rein. Den brauchen wir nicht. Und jetzt gehen wir der Reihe nach hin. Das ist A. Einmal rein. Und das ist B. So, verbunden und dann drücken wir auf Weiter. So, spülen und entfernen von R0 Wasser aus dem Tropfern und der Reagenzpumpe. Der Schritt dauert ungefähr 2 Minuten, das heißt, der saugt jetzt dementsprechend an und packt im Prinzip so viel Flüssigkeit dadurch, dass einmal das Osmosewasser, was gegebenenfalls noch im Schlauch drin ist, aus den Schläuchen verschwindet und nur noch die reine Reagenz in diesen Schläuchen, in den Mini-Dosierpumpen und in den Tropfern drin ist. So, dauert auch ungefähr 2 Minuten. Und mit den 2 Minuten haben sie es, ne? Nach Gebrauch könnt ihr natürlich hingehen und das Ganze hier drin lassen, das Osmosewasser. Ihr habt aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wann brauche ich das nächste Mal, wenn ich so wenig messe, wie ich das jetzt vorhabe, nämlich nur maximal 2 Mal am Tag, komme ich, glaube ich, knapp, lass mich nicht lügen, 150 Messungen, 70 Tage mit. Und in 70 Tagen kann man dann mal das Osmosewasser dann erneuern. Also kann man auch hingehen und das alte hier rausziehen. Man kann es natürlich auch drin lassen, ist ja verschlossen, aber will ich mich tatsächlich nicht drauf verlassen. Tatsächlich nicht gebraucht. Ja, bitte. So, jetzt möchte er die Chargennummer haben. Und die steht seitlich drauf. Und ich habe einen Fehler gemacht, so wie es ausschaut. So. Ich gebe das dann mal hier ein. Und wichtig, genauso eingeben, wie es da steht. Alles groß geschrieben. RFP, O, dann die 4, das ist nämlich ein O, das ist PO4, ja, das ist für Phosphat, KS, 2, 3, 0, 9, 0, 1, 0, 1, war es das? Ja,
Patrone wurde angenommen, hat also funktioniert. Und jetzt spült er im Prinzip die Küvette aus. Reinigen der Messküvette, dieser Schritt dauert 10 Minuten. Und das ist im Prinzip das Letzte, was jetzt hier noch zu tun ist, zu tun war. Ja, ist natürlich vom Schritt her, sollte man die Chargennummer oder irgendwie abkopieren. Das war jetzt gerade, fand ich doof, weil ich es nochmal abmachen musste. Könnte wieder Luft reingekommen sein. Aber ansonsten würde ich sagen, sollte das dementsprechend jetzt hier so der Vorgang gewesen sein. Hat eben auch sehr gut funktioniert. Jetzt im Nachgang kommt dann die Messung. Und ja, geht's dann damit weiter. Also, in diesem Sinne, nächster Schritt. Ja, Leute, Messung ist durch. Und was soll ich sagen? Refill Curry hat tatsächlich ein bisschen was getan. Okay, die Messroutine selber dauert zurzeit, glaube ich, noch an. Ich gucke gerade eben noch mal kurz rein, weil, nee, tatsächlich nicht. Aber wir haben roundabout, gerade eben habe ich geschaut, ungefähr ja, 45 bis 50 Minuten für eine Messung. Da ist natürlich drin beinhaltet das erste Mal das Spülen der Küvette. Dann folgt die Messung, anschließend wieder Spülen der Küvette, Leeren der Küvette. Aber wenn die Messung durch ist, so nach ungefähr 30, 35 Minuten, ich habe jetzt noch nicht ganz genau auf die Uhr geguckt, dann zeigt er hier im SmartBrief schon die entsprechende, das entsprechende Ergebnis an. Das heißt also nicht so wie beim KH-Keeper, dass der bis zum Ende, bis alles komplett vollständig abgeschlossen ist, tatsächlich wartet, um euch das Ergebnis anzuzeigen. Nein, hier ist es so, er zeigt das Ergebnis schon direkt nach der Messung an, ist im SmartBrief abzugreifen und ja, liegt relativ gut dabei. Ich habe das Ganze jetzt hier mit dem Hunter-Checker gegengecheckt, der bei mir tatsächlich, ich sag mal, ziemlich genau an der ICP dran liegt. So, jetzt habe ich in der ersten Messung hier eine 0,04 rausgekriegt und der Hanna sagte mir im ersten Durchgang eine 8. So, wenn man das jetzt mal 0,03066 multiplizieren, kommen wir ungefähr auf 0,24 circa. Dann habe ich mit dem Hanna-Checker noch eine zweite Messung gemacht und kam dann auf ein Ergebnis von 6. Also sind wir bei 0,01819 circa. So, jetzt haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ich nehme euch nochmal mit aufs Pad, hinzugehen und das Ganze hier zu korrigieren. Das habe ich gemacht. So, und es ist tatsächlich so, Moment, so, da sieht man es. Erste Messung unten 0,04, dann habe ich eine Anpassung gemacht, dann gehen wir mal in die Settings rein und dann haben wir hier bei Messung Wert anpassen. So, und da können wir dann im Prinzip den aktuellen Wert eingeben, den wir zu diesem Zeitpunkt gemessen haben. Also wenn ihr ein hundertprozentig zuverlässiges Gerät habt oder ihr habt eine ICP, die zum gleichen Zeitpunkt dann halt mehr oder weniger da eingetragen werden könnte, dann könnt ihr anhand der nächsten Messung dann einen entsprechenden Wert runterrechnen und den dann hier korrigiert eingeben. Das ist schon mal sehr schön. Wie gesagt, ich halte mich im Momentan an den Hanna-Checker, damit habe ich mich die ganze Zeit dran gehalten und somit haben wir jetzt hier auch dann die entsprechende, das entsprechende Ergebnis, womit ich bisher immer gearbeitet habe. Also, dass man das einstellen kann, justieren kann, finde ich sehr, sehr gut. Ob das im Endeffekt jetzt stimmt, werde ich erst bei der nächsten ICP tatsächlich rausfinden. Ja, da werde ich dann mehrfach jetzt gegentesten hier heute auch mit meinem Hanna-Checker mehrfach und gucken, passen die Werte zueinander, passt die Kalibrierung, das muss ja auch nochmal überprüft werden, weil die Pumpen müssen sich ja auch tatsächlich einlaufen. Und alles in allem hat der, ja, ich sag mal, Lautstärke technisch ist ein kleines bisschen lauter wie der Keeper, wie der neue. Vielleicht kann ich noch ein kleines bisschen entkoppeln, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Aber es ist, wenn der Schrank hier zu ist und
Deckel drauf etc., dann hört man den meiner Meinung nach so gut wie gar nicht. Also da sind wir vom Garkeeper ganz andere Sachen gewohnt oder von den alten X-Dosierpumpen. Die waren definitiv sehr, sehr viel lauter. Ja, alles in allem muss ich sagen, kann ich sagen, bin ich jetzt erstmal mit dieser Komplettroutine, so wie es jetzt hier von Refactory umgesetzt wurde, eigentlich ziemlich begeistert. Und ich muss eigentlich auch nicht wirklich noch ein How-To-Video machen, weil tatsächlich die Beschreibung, die jetzt hier für den Schritt Austausch der Reagenzkartuschen oder die Erstinstallation ist haarklein beschrieben in den entsprechenden Abschnitten. Und ich muss sagen, das hat Refactory jetzt hier richtig, richtig gut gemacht. Also ich habe es ja im Prinzip jetzt auch nur das erste Mal nach Anleitung, nach dem, was jetzt hier stand, gemacht. Und das Gerät ist direkt vernünftig in Betrieb gegangen. Okay, Korrekturmessung bzw. Korrektureintrag. Das ist meine Philosophie. Wenn ihr sagt, der Wert, der da angezeigt wird, ist genau der richtige. Ne? Ach so, da geht gerade der Ruhrfisch über. Was ich euch auch noch zeigen wollte, blende ich euch noch mal kurz ein, und zwar die Messküvette. Da bleibt immer ein kleines bisschen Wasser unten drin stehen. Verständlich. Muss ich jetzt gleich mal genau schauen, wie viel das tatsächlich ist. Blende ich euch mit ein. Das ist dann natürlich auch die Problematik, die dann den Messvorgang so lange macht, weil die Küvette mehrfach gespült werden muss, damit wir auch mit dem richtigen Wasser im Endeffekt die Messung machen können. So, jetzt haben wir hier eine automatisierte Messung, die ungefähr 45 bis 50 Minuten geht, wo ich mich nicht drum kümmern muss, wo ich eine Anzeige kriege und wo ich dann hingehen kann und tatsächlich im Nachhinein hingehen könnte. So, wo haben wir es? Wo haben wir es? Aktionen. Gehen wir mal in die Aktionen rein. Und ich füge dann jetzt mal eine neue Aktion hinzu. Smart Tester. Nee, das war das pH-Meter. Knapp daneben. Smart Tester. So, und da kann ich jetzt tatsächlich hingehen und Aktionen, wie wir sie kennen vom KH-Keeper, einprogrammieren. Ist zum Beispiel meinetwegen über 0,13. So, das ist mein Schwellenwert. Ja? Dann soll er meinetwegen mit der Dosing Pump X3 zusätzliche Dosierung von so und so viel, von 15 Milliliter nach 0 Minuten Verzögerung machen. Dann sage ich, okay, die Aufgabe ist drin und dann steht die mit in meiner Liste drin für die Aktion. So, und wenn ich jetzt tatsächlich eine Messung habe, die diese Kriterien erfüllt, dann kann ich hingehen und sagen, okay, meinetwegen füllt er dann 10 Milliliter, in Anführungszeichen, ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Ganz wichtig. Dann füllt er dann meinetwegen 10 Milliliter Lantan hinten in den Schacht rein und drückt mir dadurch meinen Phosphatwert nach unten. So, wenn ich jetzt zu wenig habe, könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, dann dosiert er mir halt über eine Pumpe ein bisschen P dann dementsprechend nach, um den Wert wieder anzuheben. Also wir haben jetzt mit diesem Tester jetzt gerade hier auf Phosphatbasis ist das natürlich eine richtig geile Sache. Nitrat weiß ich jetzt noch nicht, ob er schon draußen ist, wird aber kommen. Calcium und Magnesium gibt's, also die werden auch alle dann in nächster Zeit vorhanden sein. Ich weiß jetzt noch nicht, ob Magnesium schon da ist, aber na, ganz ehrlich, wer misst Magnesium? Ich mache das alle 4 Monate einmal oder sehe es halt in der ICP, wenn ich jeden Monat eine mache. Von daher, ja, kann man machen. Ist schön, dass es auch geht. Aber alles in allem muss ich jetzt mal sagen, ist Refactory mit diesem Gerät von meinem ersten Eindruck, den ich jetzt hier habe, muss man jetzt auch sagen, das ist der erste Eindruck, ist das ziemlich gut gelungen. Die entsprechenden Reagenzien, das hat sehr gut funktioniert, das mit dem Spülen hat auch sehr gut funktioniert. Die Step-by-Step Anleitung im Smart Reef hat mir sehr gut gefallen und ja, dann werden wir mal sehen, wie sich das jetzt hier in weiterer
Zukunft entwickelt. Und dann schauen wir mal weiter. Also, in diesem Sinne würde ich mal sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht und vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und dass ihr so lange dran geblieben seid. Sollte ich irgendeinen Bullshit erzählt haben, schreibt es unten drunter. Irgendwelche Anmerkungen etc. Werde ich vielleicht dann beim nächsten, nicht nur vielleicht, werde ich dann beim nächsten Mal korrigieren, wenn es falsch gewesen sein sollte. Und wir sehen uns im nächsten Video, was da garantiert kommen wird. Also, in diesem Sinne, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper.